Hier war kaum jemand ohne unterwegs. Die Blicke fielen bei den DLD-Besuchern immer wieder aufs Smartphone. Bei den Apps hat da jeder seine eigenen Favoriten. Ich bin eine Nachrichtennase, also jedwede Form von Nachrichten-App, sei es Tagesschau oder sei es die ZDF-Mediathek, finde ich, gehören zu meinem Standardprogramm, auch BBC mache sehr gerne. Und was ich sonst auch mag, sind Wörterbücher. Also Englisch, Französisch und dergleichen mehr. Und dann gibt es eine Lauf-App, die mir immer sagt, wie schnell oder wie langsam ich laufe. Die benutze ich auch sehr, sehr oft. Also ich finde es ja besonders gut, wenn man viel vom Schreibtisch sitzt und gerade viel vom Computer sitzt und arbeitet. Eine App wie Pocket Yoga zum Beispiel großartig. Also da kann man sozusagen zu Hause verschiedene Übungen machen, kann auch selber einstellen, wie lange es dauern soll. Es ist eine Trainerin, die einem sozusagen explizit zeigt und auch ansagt, wie man sich jetzt zu bewegen hat. Ich bin jetzt nicht so der Esoterik-Fan, aber das finde ich zum Beispiel super. Ich habe Mengen von Apps, die ich immer nutze. Sowas habe ich heute schon genutzt. Natürlich Facebook, natürlich Twitter. Wenn ich reise, was ich jetzt tue, ich bin aus Schweden, verwende ich immer TripIt.com. Unglaublich gut, wenn man reist, wo man alle seine Reisedaten sehen kann, wann man wo fliegt, wenn ein Flieger verspätet ist oder nicht. So, das verwende ich halt sehr viel. My favorite app is a Chinese app called WeChat. Meine Lieblings-App stammt aus China und heißt WeChat. WeChat ist WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, jegliche standortbezogenen Dienste und Dropbox in einem. Es ist im Prinzip die ultimative Social-App. Der Chat ist wirklich gut, man kann sich nicht nur Text senden, sondern auch Sprachmitteilungen oder jegliche Art von Informationen hinzufügen, seien es Fotos, Dateien oder irgendetwas anderes. Or I can add any type of information I want, whether it's photos or whether it's a file, you know, or anything else. Favorite app at the moment is this one called TimeHop. Meine Lieblings-App ist im Moment TimeHop. Die hat keinen wirklich zweckmäßigen Hintergrund, aber es schickt dich zeitlich ein oder mehrere Jahre zurück und zeigt dir, was du auf Facebook oder Twitter geteilt hast. Denkt man sich manchmal nicht, verdammt, was zur Hölle habe ich denn da vor einem Jahr gepostet? Vor 3 oder 4 Jahren war ich etwas lockerer, was meine Facebook- oder Twitter-Einträge angeht. Ich glaube, da bin ich jetzt etwas vorsichtiger.